Ja, man kann aber Sachen unterscheiden, das sagte ich ja gerade schon. Na, Klienten unterscheiden sich sehr stark darin, wie stark diese sind und wie früh sie im Prozess auftreten. Na, also wenn Sie Klienten haben, die, wie wir sagen, hoch selbstexplorativ sind, na, die hoch endungsmotiviert in die Therapie kommen, na, die sich ihren Problem stellen können, na, das ist ungefähr, wenn man es auch statistisch sieht, maximal 1% der Klienten, die wir in der Ambulanz haben. Ein Kollege von mir nennt die immer die Champagner-Klienten, weil wenn sie so einen Klienten haben, können sie dem ganzen Team eins ausgeben. Wird nur relativ selten passieren. Na, also da haben sie ganz, ganz lange Zeit, ganz wenig Vermeidung. Aber auch da, wenn es wirklich ums Eingemachte geht, wird Vermeidung auftreten. Die mir gefallen, es gibt wohl Möglichkeiten, man wird krank, berufskrank oder so. Na, no, da wird es im Grunde nochmal ausgeführt, dass er sagt, warum gibt es denn keine Möglichkeiten? Na, und da hat der Klient eben Erfahrungshintergründe, die er aber total generalisiert. Na, das heißt, er sagt im Grunde, ich habe schon bestimmte Dinge ausprobiert, die funktionieren aber nicht, deswegen funktioniert gar nichts. Na, das ist natürlich vollkommener Unsinn psychotherapeutisch, na, weil dem Klient natürlich nur ganz bestimmte Dinge ausprobiert, die ihm einfallen. Das heißt also, eigentlich müsste der Klient sich nochmal darauf einlassen, ganz neu zu gucken und ganz neu zu analysieren und dann ganz neue Lösungen eben zu erarbeiten. Aber der Klient hat den Eindruck, ich habe schon alles in Anführungszeichen ausprobiert, nichts funktioniert und es stärkt meine Überzeugung, dass es prinzipiell keine Möglichkeit gibt. Ja, zweite Frage. Umgang mit Duzen, mit Duzangebote in der Therapie. Na, der Klient sagt, duzen wir uns. Was würden Sie vorschlagen und wie würden Sie darauf reagieren, war die Frage an mich. Na, ich sagte ja schon in dem Vortrag, dass das im Grunde der Versuch des Klienten ist, die therapeutische Grenze zu überschreiten oder die Grenze aufzuweichen. Na, Sie sehen das ja vor allem gerade bei Klienten mit histrionischer Störung, na, dass die ja im Grunde Wichtigkeitssignale von mir als Person haben wollen und nicht im Wesentlichen Wichtigkeitssignale von mir als Therapeut oder Therapeutin. Na, die machen ganz viele Grenzüberschreitungsaktionen, duzen, na, oder wie geht's Ihnen oder na, solche Dinge, na, also erzählen Sie mal was von der Familie. Na, oder was machen Sie denn? Na, wie sehen Sie die Situation? Na, also da sollte man sich immer klar darüber sein, was man, wo die persönlichen Grenzen selber sind und an welcher Stelle man im Grunde sozusagen sagen sollte oder sagen muss, das tue ich nicht. Und ne, ich sagte ja schon im Vortrag, dass Klienten eben auch so ein Angebot machen wie, lassen Sie uns eine Freundschaft in Gang bringen oder einen Kaffee trinken gehen. Und ich denke, Sie müssten sich klar machen, dass es alles, was man aus der Psychotherapieforschung weiß, darauf hinausläuft, dass Sie am besten Psychotherapie machen können, wenn Sie keine andere Beziehung zum Klienten haben und die Beziehung vollkommen professionell gestalten. Na, dann interferiert nichts mit der therapeutischen Beziehung. Und das bedeutet auch, es ist überhaupt nicht denkbar aus meiner Sicht, dass man den Klienten duzt oder sich vom Klienten duzen lässt. Na, also das ist wirklich absolut undiskutabel.